Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg zockt. So, unser Zugkollege vor allem, ich würde sagen unser Holzkollege, der ist unterwegs. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken, was der genau macht. Der macht folgendes, der holt, genau, hier unten holt er Baumstämme, geht hier rauf, daraus werden dann Bretter, dann fährt er hier zurück, genau zur Maschinenfabrik, hier werden die Bretter abgeliefert und wenn wir dann noch Stahl haben, dann gibt es daraus Maschinen für unter anderem Heisenberg City, aber auch für Hamburg. Gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir aber noch kurz, was ist denn heute los? noch ein paar Hausaufgaben machen. Denn es gibt ein paar, ja nicht Probleme, aber Sachen, die man optimieren kann. Das eine war, müssen wir schnell gucken, ob ich das hier finde. Ich nehme es mal stark an. Löllbach, das habe ich umgetauft. Das hieß bei uns Lellbach. Habe ich jetzt aber geändert, diese vier Sachen. Im Zuge der Fahrzeugersatzsachen habe ich das schnell gemacht. Also die heißt jetzt richtig, die Linie. Oder die Linien, die heißen richtig Lellbach, nicht Lellbach. Weil, ja, was soll Lellbach denn sein? Danke für den Hinweis. Dann haben wir auf der Stadler-Kies-Strecke ist der mittlere Bahnhof nur eingleisig. Das werden wir auch kurz beheben. Stadler-Kies haben wir irgendwo hier unten. Zack, das wäre hier. Gehen wir schnell hin. So, einmal quer über die Map rüber, runter und dann müsste die... Ja, da hinten ist sie. Also, Linie verwalten. Oettingen müsste das wahrscheinlich sein, das wäre hier. Wenn wir hier schnell gucken, ja, das ist definitiv relativ eingleisig, das Ganze. Machen wir hier mal eine 2 draus. Ja, und dann ist das schon richtig. Danke für diesen Hinweis. So, dann können die Züge eben natürlich flüssiger fahren. Können ja mal schnell gucken. Hier, schön, der Stadler Kies. Bei der Einfahrt. Denkst du, der fährt jetzt gleich mal durch? Aha. Warum dies? Warum das? Ach, der hält hier hinten. Ja, alles klar. Das hat schon ein cooler Bahnhof. Definitiv. Gut, das hätten wir. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil der gute Mann, der den Kommentar geschrieben hat, der hat es nicht so mit Punkten und Kommas. Interpunktion wurde nicht umsonst erfunden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das zusammenkriege. Also. Oh Gott, wo fängt denn das an? In Großriez hat die Zuglinie Löllbach-Hamburg nur die Richtung Löllbach. Okay, und dann ist das, glaube ich, fertig, weil dann kommt gleich anschließend die Haltestelle in der Linie Röslau. Okay, das müsste also die Linie sein. Ja, Löllbach-Hamburg steht ja dort. Moment. Hamburg-Löllbach. Wo bist du? Da, Hamburg-Löllbach. Wir düsen wieder hin. Wir brauchen die orange Linie, das wäre die hier. Waren hier zu, Linie verwalten, Großriez, ja, das ist Großriez in der Mitte, das heißt, das müssen wir nochmal anlaufen. Zack, dann haben wir es, dann haben wir aber auch gleich einen Fehler. Aha, dreh den mal, da ist der Fehler weg. Ja, die üblichen Sachen. Gut, das passt ja schon. Ja, sehr schön, dann fahren die hier zweigleisig durch, jawohl. Das hat schon mal sozusagen automatisch funktioniert. Bestens, und dann haben wir noch etwas, nämlich... Die Haltestelle in der Linie Röslau hat noch keinen Bahnhof. In Oettingen halten die Züge. Ja, eben, also das ist ohne Punkt und Komma einfach schwierig. Die Haltestelle in der Linie Röslau. Ja, wir gucken mal schnell. Moment. Röslau. Rös, Rös, Rös. Ich finde hier kein Rös. Ja, das da, Bus Röslau. Da finden wir zumindest das Städtchen, das ist schon mal gut. Düsen wir hier hin. Die Busse brauchen wir nicht. Wir brauchen... Mal hier mal schauen. Schiffe. Aha. Und hier unten. Das ist LKW. Das ist interessant. Achso, ja gut, Röslau fehlt ja wahrscheinlich. Die Haltestelle in der Linie Röslau hat noch keinen Bahnhof. In Oettingen halten die Züge eingleisig an. Oettingen haben wir gemacht. Okay, gut. Ja, das wird eigentlich passen. Außer, dass die noch keinen Bahnhof haben. Brauchen denn die einen Bahnhof? Hamburg-Löllbach. Die Strecke haben wir. Löllbach-Nebengleis. Ne, das ist aber die falsche Linie. Hä? Moment, nochmal runter. Linie aufmachen, Auge. Doch, Hamburg-Löllbach. Hier halten wir aber auch nicht. Das steht ja hier nicht drin. Da haben wir hier einen Bus. Ja, nee, also da würde ich sagen, das hat soweit seine Richtigkeit. Hier ist ja auch kein Zug und sonst verstehe ich das Ganze falsch. Das ist aber auch nicht so ein Drama. Das sind natürlich alles wirklich Korrekturen im kleinen Maße. Das passt jetzt schon, würde ich mal sagen, im Groben. Jetzt, ich würde gerne, ganz klar, hier nochmal dazu beitragen, dass nochmal ein paar weitere Baumstämme hier ankommen. Aber wir brauchen, man sieht es, zwei Baumstämme
für einmal Brett. Und ja, hier haben wir so ein Teil. Na, und das mal hier in die Schienen reinführen. Ich würde sagen, da könnten wir eigentlich genau die Linien bzw. die Gleise benutzen, die wir hier schon haben. Ich brauche einen Bahnhof. Das darf gerne, ja, Cargo sowieso, ein Kopfbahnhof sein mit einem Gleis. Und ja, und der kommt, warum nicht sogar hier hin? Das Problem, was wir haben werden, wenn ich das so mache, ist natürlich, also Moment, ich mache das mal hier runter, so parallel zur Straße wäre es noch nett. Wir haben fast zu wenig Platz. Das, wie soll ich da, ich zeige es gleich. Moment, erstmal den hier hinmachen, möglichst nah an die Straße ran. Ja, machen wir es mal so. Aha, jetzt wird wieder gebohrt. Wenn der heiße Transportfieber aufnimmt, dann im Umkreis von 5 Metern, ja 5 Meter ist gut, im Umkreis von 20 Metern schnappen sich alle einen Bohrer oder einen Rasenmäher, um da mal ein bisschen ja, Stoff zu geben. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, das Problem ist, wenn wir jetzt hier da reingehen, dann haben wir zu wenig Weg, als dass wir dort irgendwie ja, Signale setzen können. Und das wäre doof, weil dann haben die sozusagen immer einen langen Weg und die müssen die ganze Zeit warten. Ich mache das mal anders, wisst ihr was? Wir ziehen das einfach ein bisschen weiter. Bevor wir hier in diese Gleise reingehen, machen wir das mal so. Dann haben wir nämlich mehr Weg. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen. So, einmal hier raus. Jawohl, funktioniert eigentlich auch schon bestens. Und jetzt langsam hier reingehen. Jetzt müsste eigentlich vom Platz her, den wir haben, funktionieren. Das Ganze, was ich möchte. Da müssen wir schnell bei den Signalen nochmal gucken. Einmal hier. Und einmal hier unten. Das reicht eigentlich schon. Jetzt haben wir hier genug Platz. Da passt ein Zug rein. Das ist okay. Jetzt brauchen wir hier noch ein Signal. Das da oben ist eigentlich richtig. Dann haben wir hier eins. Ja, da könnte man doch hier auch noch eins offerieren. Wir sind ja nicht so. Gut, passt. Müsste eigentlich klappen. Das Signal steht ja tatsächlich schon richtig. Und das hier haben wir gemacht. Ja, funktioniert. Gut, wir brauchen eine Linie. Und nachher werden wir zum Stahl kommen. Und da habe ich eine Idee, was wir machen. Weil wir haben hier nämlich keine Erzbergwerke. Das heißt, wir holen uns das Erz von woanders. Und wie machen wir das? Genau, mit Cargo-Flugzeugen. Dann haben wir nämlich endlich auch Flugzeuge hier. Und vor allem, wir haben tatsächlich Cargo-Flugzeuge. Gut, das passt. Wie nennen wir das denn? Das ist eigentlich Baumstamm. Ja, Zug halt. Baumstamm, machen wir Heisi. City. So, gut. Passt, wir brauchen einen Zug. Jetzt haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, das Depot aber hier unten irgendwo. Das ist eigentlich egal, wo wir es haben. Es bringt uns nichts. Wir müssen hier nochmal ein Depot haben. Aber warum nicht vielleicht sogar hier? Wo wir dann später tatsächlich... nee, doch nicht. Da gehen wir mit den Brettern eigentlich nur hier runter. Und hier haben wir einen großen Bahnhof. Nee, haben wir noch nicht, aber doch, doch, der hat eigentlich eine gewisse Größe. Das passt schon. Naja, ist ja egal. Wir machen ein Depot. Wo machen wir es denn hin? Vielleicht hier dazwischen? Das hätte doch was. Moment. Ich gucke mal. Gebäude. Irgendwie das hier. Und das so drehen. Ja, irgendwie so. Und dann das eine Gleis hier runter geht und das andere geht da vorne rein. Oder hier. Nur für unsere Linie. Schwierig. Ich guck mal hier hinten nochmal. Uff, Moment. Hier oben und dann in beide Gleise rein. Das gefällt mir eigentlich fast besser. Wir machen das hier hin. So, noch ein bisschen drehen. Wenn wir jetzt Glück haben, kommen wir sogar mit den Gleisen unten in die anderen Gleise rein. Werden wir gleich wissen. So, ich schnapp das mal. Ja, das funktioniert ja problemlos. Na, das ist ja wunderbar. Zack, und jetzt gehen wir hier mit dem anderen Gleis hier rein. Funktioniert auch. Naja. Ja, nicht so wirklich. Schade. Geht's hier rein? Jawohl. So, einmal noch eine Weiche rüber. So, aber dann haben wir das hier angeschlossen. Bestens. Okay, wir haben ein Depot, dann brauchen wir Züge. Jetzt muss ich gucken. Zack, hier. Was ist das für eine Strecke? Oh, wisst ihr, was wir machen? Jetzt werden wir tatsächlich mal noch Amerikaner kaufen, weil die haben wir tatsächlich noch nicht. Sind die eher bei Diesel? Ja, offensichtlich ja. Boah, irgendwie sowas in der Richtung. EMD in Rot. Ja, gekauft, muss ich gar nicht überlegen. Zack, weil ich möchte
Aber ich möchte eine Doppeltraktion. Das sind richtig schöne, schwere Lokomotiven. Da brauchen wir eine Doppeltraktion. Ich möchte natürlich von allem ein bisschen was hier drauf haben. Dann, wir brauchen irgendwelche Wagen. 130 machen die, glaube ich. Ja, 129. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwelche Wagen, die auch 129 km/h erlauben. Was haben wir hier noch Schönes? Ihr müsst natürlich fähig sein, Holz zu transportieren, Bretter und Baumstämme. Ja, perfekt. Mhm. Nehmen davon mal eine Ladung. Okay, und davon eine Ladung. So, dann haben wir 280 Meter, müsste von den Bahnhöfen her eigentlich gehen. Und davon würde ich sagen, machen wir mal zwei. Reicht das? Doch, zwei müsste reichen. Kaufen, Dinge zuweisen. Baumstamm High City, das funktioniert nicht. Wahrscheinlich falsche Linie. Ne, doch nicht. Baumstamm High City müsste eigentlich... Ne, Moment. Wie heißt die Linie? Doch, die hier ist es. Ich guck nochmal. Linie aufrufen, Baumstamm High City. Da kommen wir nicht rein. Ja, warum dies denn? Warum das denn? Wir gucken mal. Wenn wir hier reindüsen, das ist doch die Linie. Nochmal aufrufen. Jawohl, das ist eigentlich die Linie. Warum das nicht klappt, ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich wieder das falsche Depot erwischt. Tatsächlich, guckt euch das mal an. Ja gut, diese Seite. Ja, das werden wir natürlich korrigieren können. Kein Ding. So, geht das einmal hier rüber. So, und dann sieht das nämlich auch schon wieder nett aus. Und jetzt das richtige Depot erwischen. Das wäre hier Linie zuweisen. Jawohl, und da haben wir das Plupp. Und dann kommen die auch raus hier, diese schönen, schweren amerikanischen Lokomotiven. Ja, kommt noch nicht, weil wir brauchen hier... Jetzt kommt er. Also brauchen wir nicht, aber können natürlich machen. Zack, einmal so ein Teil. Und zack, einmal so ein Teil. Ne, das ist irgendwie falsch rum. Halt. Das muss nochmal weg. Bagger, nicht jetzt schon losfahren. Wart mal kurz, Kollege. Du kannst gleich, ich möchte ihn natürlich noch richtig sehen. So, irgendwie hier hin. Jetzt ist richtig rum und hier ist natürlich auch falsch rum. Und jetzt haben wir wieder eine Fehlermeldung. Halleluja. Was passt euch nicht? Der hier. Ich habe doch nur ein Signal hingesetzt. Come on. Das kann doch nicht sein, dass wir dann schon wieder eine Fehlermeldung haben. Ich drehe dich mal. Dreh dich nochmal. Fehlermeldung noch da. Ja, na, da kommt der wenigstens raus. Okay, ich würde eigentlich gerne die Züge betrachten. Wir gucken nachher, den können wir ja wieder verkaufen und dann kaufen wir uns nochmal einen neuen. Ist ja kein Ding. Schön, das ist doch alleine schon vom Sound her cool. Eben, ich weiß, dass es einige gibt, die mögen wirklich die amerikanischen Loks überhaupt nicht. Uff. Aber das ist alleine vom Sound her schon wirklich ein Gewinn. Sehr nett. Kommst du hier eigentlich noch in dein Gleis rein? Bist du schon. Passt. Und den hier hinten. Oh, Moment. Da kommt gerade der andere Zug daher. Schönes Bild. Und halt wirklich also der Sound von dem Teil. Sehr, sehr nett. So, wir gehen mal nochmal zurück. Jetzt nimmt er, glaube ich, Fahrt auf hier. Und mal gucken, ob wir dich nicht irgendwie gewuppt kriegen, wenn wir dich nochmal... Moment. Mal hier anders. Zack, ins Depot. Mhm. Ach, Autosave. Okay, ja, du hast ja recht. Da hatten wir ein Autosave, deswegen ging es gerade nicht. Jetzt ist der hier hinten. Ja, wisst ihr was, den müssen wir verkaufen. Jawohl, dankeschön. Und dann kaufen wir den natürlich in dem Sinn nicht neu, sondern wir machen das so. Fahrzeuge verwalten. Einmal den Kollegen klonen. So, jetzt müsste der hier oben eigentlich auch wieder rauskommen. Jawohl, passt. Jetzt hat er freie Fahrt. Gut, fahren wir mit dem doch gleich mal noch mit. Und danach... Oh, schön hier. Tatsächlich mit Führerstandsmitfahrt. Danach gucken wir mal, was wir da genau machen müssen in Sachen Kohle und Erz, damit wir noch Stahl hinkriegen für unsere Maschinenfabrik. Ist wieder die gezoomte Kamera. Wow, aber das ist doch imposant. Also das ist halt einfach ein Fahrzeug. Ja, sagen wir mal so, es sieht nach was aus. Die Doppeltraktion natürlich sowieso und der Sound, ich sag's gerne auch nochmal. Sehr, sehr nett. Cool. Ja, da bin ich froh, dass wir das Teil genommen haben. Weil eben wirklich, ja, wie soll ich sagen... ich weiß nicht, ob wir das gesehen hätten, wenn ich jetzt nicht diese Linie gemacht hätte.
Weil hier war es einfach irgendwie, weiß auch nicht. Ja, fast klar, dass das Amerikaner sein müssen, weil hier haben wir... ja, wie soll ich das begründen? Wir haben hier so viele Möglichkeiten, Loks zu verbraten. Wir haben jetzt schon so viele Loks verbraten, dass es einfach Sinn macht, auch mal Amerikaner noch zu nehmen. Möchten wir noch schnell gucken? Haben wir hier Kameras? Tatsächlich, sehr nett. Wow, das ist eine Hammerlok. Also das ist echt eine Hammerlokomotive, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aha, jetzt sind wir in der zweiten Lokomotive drin. Wow, wie cool das aussieht. Schaut mal. Vor allem flüssig. Sobald man außerhalb von Hamburg ist, hat man auch wieder 60 Frames. Das ist natürlich auch etwas, was ich feiere. So, nochmal einmal. Ja, eigentlich können wir auch so mitfahren. Also das ist ja wirklich eine relativ coole Ansicht. Also, wir gehen mal kurz hier rauf. Guck mal hier nämlich noch. Was wir hier noch alles haben. Also das ist eine, sagen wir mal, relativ detailverliebte Lok. Und ja, da hat aber der Modder auch mal wieder volle, ja, vollste Arbeit geleistet. Also das ist ja, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Also ich finde die Lokomotive genial, muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt eher zufällig, dass ich die verwendet habe, weil sie mir gefallen hat. Ist aber etwas vom Coolsten, was ich seit langem gesehen habe in Sachen Lokomotiven. Allein schon der Sound halt. Sehr nett. So, dann mal kurz rauf hier. Wir sind dann eh gleich im Bahnhof drin. Oh, das sind sogar zwei Lokführer. Echt jetzt? Ist das in echt auch so? Oder ist das ein Co-Lokführer, so wie man es aus den Flugzeugen kennt? Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Oh, Moment. Hä? Tatsächlich, da kam sogar noch in die Lok rein. Ja, ist jetzt nicht so speziell, aber das erinnert mich ein bisschen an die Ludmilla, in der ich mal drin war. Da konnte man auch tatsächlich in den Maschinenraum rein. Ja, sehr nett. Echt, ist ja, also dieses Canadian Pacific Teil, sag mal, sowas als richtiges Modell, uiuiui. Gibt's wahrscheinlich auch, kostet aber wahrscheinlich eine Stange Geld. Ja, weil die, ja, doch relativ, soll ich sagen, ja, sind halt doch relativ cool, schwer und sehen gut aus. Also, das haben wir jetzt. Das würde heißen... Brauchen wir noch irgendwas? Nein, die Holzproduktion, die läuft sozusagen auf voller Produktion. Beziehungsweise die Bretterproduktion hier für die Maschinenfabrik. Jetzt fehlt uns aber hier tatsächlich noch Stahl. Wir haben hier hinten ein Stahlwalzwerk, ein Stahlwerk. Hier haben wir Kohle. Haben wir noch mehr Kohle? Ja, von da. Das heißt, das könnte man mit zwei Zuglinien machen. Und die Erze, würde ich sagen, die bringen wir jetzt tatsächlich halt. Mit dem Flugzeug. Wo haben wir denn hier irgendwo, das darf gerne ein bisschen entfernt sein, Erz. Und zwar mehr als ein Erzding. Oder wir können das zweite ja hinstellen, das ist ja kein Ding. Haben wir hier hinten auch was? Dort hätten wir Erz. Hier haben wir auch nochmal Erz, dann ist das Ganze ein bisschen weiter weg. Wobei tun wir uns da einen Gefallen, das ist halt die Frage. Wenn natürlich die Züge bzw. die Flugzeuge ewig lang unterwegs sind, die haben nicht eine riesige Kapazität. Wir haben dann immer Mangel an Erz. Vielleicht doch irgendwie hier oben machen. Ist ja auch ein Stückchen, was sie fliegen können. Wenn sie... Wohin müssen sie denn? Nach... Da hinten. Ja doch, das ist sogar ein bisschen über die Alpen rüber. Das finde ich eigentlich nett. Machen wir das mal. Aber weil uns halt ein Erzteil nicht genügt, machen wir noch ein zweites hin. Zuerst machen wir aber Kollege Flughafen. Da haben wir ja neue Airports. Jetzt muss ich schnell gucken. Passagier. Da, Güterflugplatz. Mit einer Piste für kleine. Was haben wir hier noch? Large Cargo Airfield. Large Airfield with one runway for small and medium cargo aircraft. Wir bräuchten schon irgendwie sowas. Ja, hat eine gewisse Größe. Gerne mit zwei Terminals. Einfach weil es ein bisschen nach was aussieht. Und jetzt müssen wir das Ganze so bauen, dass wir hier irgendwie die Fabrik sozusagen da oben oder das Bergwerk noch an der Angel haben. Sonst muss ich das mit LKWs machen. Und das würde ich, wenn es irgendwie geht, gerne verhindern. Was ist denn das hier für eine Straße? Aha, vom Städtchen. Okay, wir können sie nochmal drehen. Wir machen es hier hin. Und das könnte man natürlich sogar so machen, dass wir daraus noch einen Passagierflughafen machen. Dann hätten die hier in Elsdorf-Westermühlen tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dann mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen. Das wäre aber etwas für später. Ich muss das mal drehen. So, haben wir dort den Anschluss?
Nein, ich weiß auch warum, weil die Straße, der Anschluss für dieses Erzwerk, das ist da hinten, das ist so weit weg. Das ist eigentlich nicht so ideal. Wie mache ich das denn? Da müsste ich fast hier ein bisschen aufschütten. Oder ich mache es halt doch hier vorne hin. Oder ich mache eine separate Straße. Hm? Ich guck mal, wenn ich dich hier so hinstelle. Wir sind zu weit weg, ich sehe es kommen. Ich meine, es ist ja egal, was es kostet. Wir haben das so schnell wieder abgerissen, das ist ja egal. Ich mach's mal. Und jetzt schnappe ich mir aber eine Straße, um zu gucken, ob das auch funktioniert. Das wäre dann... Bist du doch ein... Nee, du bist ein Güterflughafen, Frachtflughafen. Ich dachte gerade, sieht ein bisschen aus hier mit diesem Brunnen etc. wie so ein Personenflughafen. Da! Da dockt's an. Ja, das ist zu weit weg, ich sehe es kommen. Mal hier reingehen. Nee, da haben wir das Ding nicht. Okay, da müssen wir basteln. Nochmal ein Sträßchen. Oder wir müssen nochmal abreißen und ganz anders machen. Machen wir hier eine Abkürzung. Reicht immer noch nicht. Gut, wenn wir hier vorne noch ein Gebäude hinstellen. Wäre noch ein bisschen näher dran. Nochmal ein Güterterminal. Mal gucken, wo ich dich hinkriege. Hier hinten. Zack, okay, wie sieht's aus? Ja, nee, hängt natürlich trotzdem nicht dran. Dann nur dieses Teil hier sozusagen. Bestimmt, wo das dran hängt. Wenn ich da so ein Ding mache, nochmal so eins, so ein Hauptgebäude. Vielleicht hier, dann haben wir hier zwei. Ja, das müsste doch eigentlich funktionieren. Wenn wir jetzt gucken. Moment, gehen wir schnell raus. Jawohl, jetzt haben wir die Erzmine tatsächlich. Sehr gut. Ist jetzt ein ungewöhnlicher Flughafen mit zweimal so einem Teil. Aber ich denke, das ist mal kein Ding. Gut, das Teil haben wir. We need another one. Und zwar, jetzt muss ich gucken. Nicht hier unten natürlich, sondern hier, wo die Erze hin müssen. Das wäre hier oben. Und hier müsste es eigentlich mit der Straße fast einfacher gehen. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal den gleichen. Hier haben wir so hier hin. Ja, nö, gefällt mir nicht. Wir machen dich hier hin. Ja, man sieht jetzt schon, das funktioniert, dass wir das Teil haben. Bisschen parallel hier hin. Machen wir dich zack so und dann müsste das eigentlich auch klappen. Passt, Linie. Neue Linie. Von zack hier. Ja, nicht doppelt. Nö, das muss tatsächlich nicht sein. Da habt ihr recht. So, einmal hier rauf. Jetzt müsste ich den Flughafen wieder finden. Der war hier hinten. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir hier aber noch ein zweites Erzteil. Moment. Machen wir hier mal Air Cargo. Cargon, war das nicht mehr? Nee, das war doch irgendwie so ein Putzmitteldingens. Air Cargo. Ja, halt Erz. Okay. Das haben wir. Jetzt das zweite Erzbergwerk noch kurz schnappen. Das hätten wir hier. Erze, Erze, Erze. Ja, am besten irgendwo hier unten. Die haben natürlich noch eine eigene Straße. Wobei, Moment, wenn man es so macht, dockt das hier auch an. Jawohl. Machen wir dich hier hin. Oder ein bisschen weiter unten, dass wir ein bisschen das Ganze wieder Abstand haben. Zack. Aha, funktioniert aber trotzdem nicht. Das dockt doch hier an. Aber das dockt hier nicht an. Moment, noch mal ein Sträßchen. Kleine Verbindung. So, jetzt müsste es klappen. Schnell weg. Jawohl. Okay, funktioniert. Die Straße hier oben ist eigentlich obsolet. Ich mache sie trotzdem noch kurz hin. Beziehungsweise baue die sozusagen fertig. Einfach damit das optisch auch ein bisschen nach was aussieht. So, passt. Wir brauchen Flugzeuge. Frachtflugzeuge. Was haben wir denn im Angebot? Und zwar Flugzeuge, die auch ein bisschen was transportieren können. Machen wir mal Cargo. Aha, ist das alles, was wir im Moment haben? Da haben wir auch noch was. 10 Einheiten. 14. Mhm. 5, 12. Ja, also richtig groß sind die Teile nicht. Machen wir alle und gucke hier nochmal, dass vielleicht die Liste in dem Sinn nicht stimmt. Sind das nicht auch Cargo-Teile hier teilweise, diese wirklich großen? Ne, wenn wir hier gucken, das sind nur Personenflugzeuge. Schade, gut, gehen wir wieder zu Cargo. Wir schnappen uns mal von denen hier. Drei. Und wir schnappen uns... Moment, ich muss nochmal kurz zurück. Von denen hier nochmal drei. Weisen die zu. Air Cargo Erz. Dann müsste das klappen. Jetzt guck ich schnell auf die Uhr. Ja, die Folge ist eigentlich rum. Ist aber Schnuppe. Ich möchte mitfliegen. Wenn wir jetzt schon mal die ersten Flugzeuge hier haben, dann auch noch Cargo-Teile, möchte ich das natürlich auch entsprechend nutzen. Oh, und guck mal hier, da kommen die Erze schon daher geholpert. Ja, ich drehe den mal nicht.
Hier haben wir halt einen Personendienst, aber eigentlich sollten die tatsächlich die Erze laden können. Das haben wir ja nicht gesehen, da stand Güter alle. Wenn ich dich nochmal drehe, ja, dann startet er durch und wird nachher hier hinten wahrscheinlich dann das Ganze beladen. Gut, einsteigen. Interessantes Flugzeug, ohne Kamera leider. Ja, aber sieht relativ nett aus. Propellermaschine, bisschen zurück. Cool, okay, gleich mal einsteigen. Ja, das gefällt mir nicht so, das machen wir anders, nämlich mit dem Flügel. So, da sieht man ja nichts. Und hier sieht man es, die ganze Armada sieht man. Das hat halt schon was. Also dieses Fliegen hier bei Transportflieger, sensationell. So, wir drehen ab. Wo fliegen wir eigentlich hin? Nach Röslau Abzweig? Ist das richtig oder fliegen wir wieder zurück? Das müsste, glaube ich, schon ungefähr stimmen. Nee, guck mal. Doch, doch. Ich weiß nicht, wie das hier unten heißt, leider. Gerade so. Aber wir fliegen Richtung Alpen, das passt schon. Und ich hoffe, wir fliegen tatsächlich nur Richtung Alpen und nicht in die Alpen rein. Haben wir so viel Höhe? Ja, müsste knapp reichen. Das ist halt hier auch relativ gebirgig, das Ganze. So ein richtiger Gebirgsflughafen. Es gab noch einen Kommentar, mach doch mal in Innsbruck noch einen Flughafen hin. Auch so ein bisschen zwischen den Bergen. Weil das richtige Innsbruck tatsächlich anscheinend auch berühmt ist dafür, dass eben der Flughafen genau zwischen den Bergen liegt. Wusste ich gar nicht. Reicht das? Da kann man noch ein paar Edelweiß pflücken während dem Fliegen. Ah, aber nett. Also finde ich sehr, sehr nett. Mal gucken, wie lange wir noch fliegen. Weil wir sind natürlich jetzt auch nicht schnell. Da haben wir 105 km/h drauf. Das ist aber relativ egal. Wir haben dafür die Luftlinie. Das heißt, wir haben eben doch einen gewissen Vorteil natürlich gegenüber Zügen. Es ist aber ein komplettes hier durch die Alpen durch. Wow. Tag, Pilot. Wie geht's immer so? Hoffe, alles okay. Aha, wir senken den Schnabel. Ich meine, ich könnte natürlich ein bisschen schummeln. So, wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Dann haben wir hier eine Concorde. Aber jetzt setzt er, glaube ich, tatsächlich schon zum Landeanflug an. Ja, okay. Machen wir wieder normales Tempo. Das möchte ich natürlich wieder normal sehen. Oh, cool. Da, da sieht man sogar, wie die Klappen hier sich wieder bewegen. Ja, da ist der Flughafen. Oh, das wird aber eher eng hier. Ich ahne, was er machen möchte. Aber bitte jetzt nicht durch den Fels durch. Sonst müssen wir was machen. Da müssen wir den Fels abtragen. Das ist doch gefährlich. Also wenn der jetzt eine gerade Linie zum Flughafen fliegen will, dann fliegt er in den Fels rein. Macht er das tatsächlich? Also eigentlich müsste das Spiel das merken. Aber eben, eigentlich. Ich weiß auch nicht, ob das nicht ein gemoddetes Flugzeug ist. Ob das tatsächlich ein Vanilla-Flugzeug ist? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, das reicht nicht. Na, guck mal, also das, wenn ich jetzt hier drin sitze, nee, der fliegt hier mitten durch, da kennt er überhaupt nichts. Wie sieht das im Berg drin aus? Lass uns mal gucken. Okay, sieht man nicht. Und dann kommen wir hier wieder raus. Ja, das können wir eigentlich beheben. Ja, jetzt geht er runter. Das können wir beheben, indem wir dort den Fels abtragen. Weil es gibt halt für Flugzeuge auch keine Wegpunkte. Das funktioniert nicht, also die suchen sich am schnellsten Weg. Das können wir nicht beeinflussen. Ist aber auch egal, eben. Dann werden wir dort den Fels einfach entsprechend abtragen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und dann ist natürlich klar, dann brauchen wir hier eben auch noch die Kohle und das machen wir mit Zügen. Und dann haben wir hier einen Flughafen und wir haben hier einen Bahnhof und, und. Sehr schön, gefällt mir. So, noch kurz in Ruhe landen. Oh, das sieht dort aber auch ein bisschen komisch aus. Was ist das denn für ein komischer Fels dort? Echt jetzt? Moment, wir gehen mal schnell gucken. Also das muss ich jetzt noch kurz sehen. Was ist das denn hier? Was ist denn hier passiert? Ist das wegen dem Flughafen? Nein, das kann nicht sein. Ja, aber hier haben wir genau... Hier haben wir genau das Teil. Okay, das lasse ich mal so. Ganz einfach, damit wir wissen, was wir abtragen müssen. Aber das hier, das ist mir ein Rätsel, was das ist. Okay, das werden wir auch natürlich vernünftig machen. Aber auch das machen wir in der nächsten Folge. Gut, dann sagen wir wieder mal Tschüss mit einem Stammbild. Damit ich die Flugzeuge dort habe, wo ich sie brauche. Damit ich weiß, was ich hier abtragen muss. Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder.
wenn wir hier mal ein bisschen Terraforming betreiben da hinten. Der Berg hat's nötig. Danke fürs Zusehen, bis dann. Tschüss.